So, liebe Kochklasse, was ich euch mitteilen wollte, ist, dass ich euch ein Video gedreht habe, und zwar ein Kochvideo. Leider sind wir ja jetzt alle zu Hause und können gar nicht mehr zusammen kochen, und ich glaube, ihr seid sehr traurig darüber, und ich dachte mir, ich werde das auf Video aufzeichnen. Ich versuche euch das so gut wie möglich zu erklären, was ich da mache und was wichtig ist und worauf es ankommt. Ja, ich tue einfach mein Bestes, damit ihr euch auch nicht so verlassen fühlt. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund. Und ich hoffe auch sehr, dass es euch zu Hause gut geht, weil zu Hause sein zu müssen, ist natürlich schon mal ein ganz anderes Thema noch als freiwillig zu Hause zu sein. Hin und wieder kommt der Lagerkoller. Ja gut, ich versuche mich zu beschäftigen und das solltet ihr auch tun, und wenn euch die Beschäftigung ausgeht, dann könnt ihr vielleicht mal was nachkochen, was ich euch jetzt zeige. Was wir brauchen, sind Eier. Wir brauchen einen Topf mit Wasser und ein Schnapsglas voll Essig. Außerdem habe ich jetzt hier schon Paprika geschnitten und ich hatte noch ein paar Scheiben Putenschinken im Kühlschrank. Ja, und ich habe vor, auch noch ein bisschen Gemüse dazu zu rösten, anzurösten. Als erstes mache ich ein wenig Olivenöl in die Pfanne und schalte sie auf mittlere Hitze. Das Wasser habe ich jetzt auch schon auf oberste Stufe gestellt. Wir müssen das ja zum Kochen bringen. Und in der Zwischenzeit schneide ich dann schon mal das Gemüse. Ich halbiere das nur, weil ich mag es gern, wenn es noch in größeren Stücken auf dem Teller liegt. Und hier habe ich die Paprika schon geschnitten. Da habe ich auch noch eine Avocado im Kühlschrank gefunden. Die halbiere ich jetzt erstmal. Rund um den Kern schneide ich einmal ein und dann kann man die Avocado auseinanderziehen. Wie man sieht, ist das jetzt nicht mehr die allerfrischeste, aber mir ist das auch zu schade zum Wegschmeißen. Deswegen mache ich einfach nachher die Stellen weg, die mir nicht gefallen. Am besten holt man die Avocado mit einem Löffel aus der Schale. Wenn man sie anbraten möchte in Scheiben, eignet sich das so am besten, die Avocado rauszuholen. Wie man sieht, kann man den Kern ganz einfach mit einem Messer entfernen. Und auch hier hole ich das Avocadofleisch mit einem Löffel aus der Schale heraus. Jetzt schneide ich mir erstmal die unschönen Stellen weg. Mein Wasser kocht jetzt fast. Das heißt, ich gebe ein Glas Essig in das Wasser. Den Essig nimmt man dazu, dass das Ei nicht ausflockt, wenn man es ins Wasser gibt. Also es hält schön zusammen durch den Essig. Man muss keine Angst haben, denn die Eier, die schmecken hinterher nicht nach Essig. Also die nehmen den Geschmack überhaupt nicht an. Damit etwas Geschmack in die Pfanne kommt, brate ich den Putenschinken ganz leicht von beiden Seiten an. Das Wasser ist jetzt soweit, also man sieht, es kommen ganz kleine Bläschen. Es darf nicht mehr kochen als so. Am besten schaltet man den Herd jetzt ganz runter auf Stufe 1. Die Kelle feuchte ich ein wenig an, damit das Ei nachher besser rausfließt, und schlage das erste Ei auf, welches ich dann gleich über die Suppenkelle in das Wasser fließen lasse oder langsam hineingleiten lasse. Das muss man auch so machen, weil sonst die Gefahr besteht, dass das Ei zu sehr ausflockt.
Also schön vorsichtig mit Hilfe der Suppenkelle in das Wasser gleiten lassen. So, jetzt schaue ich nochmal, ob das Ei auch nicht am Boden anklebt. Wenn nicht so viel Wasser im Topf ist, kann es gut sein, dass das Ei bis auf den Boden runterfällt und eventuell anbackt. Das wollen wir nicht. Aber in unserem Fall ist alles gut. Nach einer Minute ist das Ei eigentlich soweit fertig. Es kommt darauf an, wie man das gerne mag. Ich mag es gern flüssig und ich nehme das Ei jetzt quasi mit der Schöpfkelle und etwas Wasser raus und lege es erstmal in eine Schüssel. Ich nehme das Wasser deswegen mit raus, weil es ja jetzt noch ein bisschen dauert, bis die anderen Eier fertig sind und bis das Gemüse angerüstet ist. Deswegen bleibt das Ei im heißen Wasser liegen, damit es schön warm bleibt, bis eben die anderen Sachen alle fertig sind. So, jetzt kommen wir zum nächsten Ei, auch hier wieder vorher aufschlagen und mit einer Suppenkelle vorsichtig ins Wasser gleiten lassen. Der Schinken ist jetzt fertig. Den nehme ich jetzt raus, damit ich mein Gemüse anbraten kann. Dazu brauche ich wieder ein bisschen Olivenöl für die Pfanne und dann lege ich mein Gemüse rein. Die Avocado, die sollte im besten Fall an beiden Seiten etwas angebräunt sein, genauso wie die Paprika und die Tomaten auch. Am besten benutzt man für so kleine Gemüsestücke eine Pinzette zum Wenden. Also das ist eine richtige Kochpinzette, direkt zum Kochen hergestellt. Ist ganz praktisch, weil man so eben auch die ganz kleinen Sachen zu fassen bekommt. So, das dritte Ei ist jetzt fertig. Jetzt kommt das letzte an die Reihe. Man muss die Eier nicht nacheinander machen. Also wenn man einen großen Topf hat, dann kann man ruhig auch 2, 3, 4 Stück auf einmal machen, wenn genug Platz da ist. Ich konnte es jetzt leider nicht anders machen, weil ich nur die kleine Kochplatte zur Verfügung hatte. Aber wie gesagt, diese Arbeit kann man sich auch sparen, wenn man einen größeren Topf benutzt. Jetzt wende ich das Gemüse, damit es auf der anderen Seite auch eine schöne braune Farbe bekommt. Auch hier sieht man wieder, wie unglaublich praktisch so eine Kochpinzette ist. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der zu Hause kocht, sich so ein Teil zuzulegen. Es erspart sehr viel Arbeit, gerade mit so kleinem Bratgut. Jetzt ist das letzte Ei auch fertig. Das heißt, wir können langsam anfangen, die Teller anzurichten. Die rote Paprika ist schon braun von beiden Seiten. Die nehme ich als erstes raus. Die anderen Sachen, die brauchen wohl noch eine Minute. Jetzt würze ich das Ganze noch mit Pfeffer und Salz. Ich empfehle, den Pfeffer immer zum Schluss drauf zu tun, weil der dazu neigt, sehr schnell zu verbrennen in der Pfanne. Bei Salz ist das eigentlich egal. Also wenn das jetzt länger in der Pfanne ist, da passiert gar nichts. Wie gesagt, Pfeffer, Paprika, getrocknete Kräuter,
bei solchen Sachen muss man aufpassen, da sie eben sehr schnell verbrennen. Und dann sind wir auch schon am Ende. Jetzt muss ich nur noch die Eier auf den Teller legen. Dazu benutze ich eine Schaumkelle, also so einen Löffel mit Löchern drin, und gieße die Eier mitsamt dem Wasser auf die Schaumkelle, damit das Wasser abfließen kann. Hier beim ersten Teller habe ich den Fehler gemacht, beide Eier gleichzeitig auf die Schaumkelle zu geben. Eins ist kaputt gegangen, aber beim zweiten Teller funktioniert das schon ein bisschen besser. Da mache ich das einzeln und die Eier bleiben ganz. Und dann lege ich noch die scharfe Paprika auf einen Teller und schon ist das Frühstück fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dass es einigermaßen nachvollziehbar für euch war. Wie gesagt, das erste Video, ich werde daraus lernen und ich denke, die werden immer besser, aber ich hoffe, dass das gar nicht nötig ist, weil diese ganze Krisensache bestimmt bald vorbei ist. Ich wünsche euch eine gute Woche, ein gutes Wochenende. Naja, irgendwie ist ja eins wie das andere im Moment. Bis ganz bald. Lasst es euch gut gehen und passt auf euch auf.